Jahrzehnts in die Politik ausgesprochen. Teils gravierende Sicherheitsmängel hat der ADAC bei Busreisen festgestellt. Von 35 überprüften Touren wurden 8 mit mangelhaft bis sehr mangelhaft bewertet, 17 mit ausreichend. Nur 10 Reisen schnitten mit sehr gut oder gut ab. Moniert wurden unter anderem Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie überhöhte Geschwindigkeiten. Nach Ansicht des Bundesverbands Deutscher Omnibusvertreter ist die stichprobenartige Überprüfung nicht repräsentativ. Der Musiker Herbert Grönemeyer hat heute in Berlin die Spendenaktion Gemeinsam für Afrika gestartet. Er ist Botschafter für das Projekt, bei dem erstmals 26 deutsche Hilfsorganisationen gemeinsam um Geld werben. Auch die ARD ist offizieller Partner. Grönemeyer selbst wird die Spendenaktion mit einem Benefizkonzert am 6. November in Oberhausen unterstützen. Spenden erbitten die Hilfsorganisationen auf das gemeinsame Konto bei der Direktbank unter der Kontonummer 400 400. Außerdem ist eine Spendenhotline geschaltet. Die Nummer lautet 0180 58008. Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien und Mexiko wüten weiter. Insgesamt wurden bislang mindestens 16 Menschen getötet. Die Polizei fahndet inzwischen nach 2 mutmaßlichen Brandstiftern. Die Gefahr kam über Nacht. Eine kleine Gemeinde in wunderschöner Lage eingebettet in die Berge nördlich von Los Angeles. Die Feuerwehrleute kämpfen in Stevenson Ranch seit gestern gegen die Flammen. Sie haben die Brände erst einmal zurückgeschlagen, doch für verfrühte Hoffnungen besteht wenig Anlass. Der Wind ist entscheidend. Im Moment bewegt sich das Feuer nur langsam. Aber jetzt nach Sonnenaufgang kann sich die Situation drastisch verändern. Die Halloween-Party in diesem Haus wird voraussichtlich ausfallen. Die Bewohner erhielten wie ihre Nachbarn in der Nacht die Anordnung, die Siedlung zu verlassen. Am frühen Morgen kehrten einige zurück, um nach ihren Häusern zu sehen. Die Feuer brennen noch immer 200 Meter über ihren Dächern. Es war nervig. Sie kamen um 3 Uhr nachts und haben gesagt, dass wir raus müssten. Das war eine gewaltige Hetze, alles aus dem Haus zu schaffen, ins Auto. Wir sind eine Stunde später losgefahren. Manchen Anwohnern konnten die Feuerwehrleute nur 15 Minuten Zeit geben. Die Evakuierungsanordnung bleibt bis auf Weiteres bestehen. Seit gestern regnet hier Asche vom Himmel. Im Moment besteht keine unmittelbare Gefahr für die kleine Gemeinde Stevenson Ranch nördlich von Los Angeles, weil es deutlich kühler geworden ist. Die Feuerwehrleute hoffen jetzt, dass der Wind nicht wieder auffrischt. Einer der stärksten Sonnenstürme seit Jahrzehnten bewegt sich zurzeit auf die Erde zu. Für Menschen soll das Phänomen nicht gefährlich sein, so die Experten. Die momentan außergewöhnlich aktive Sonne hat eine große Wolke elektrisch geladener Teilchen 13 Mal größer als die Erde ins All geschleudert. Dieses Partikelgemisch kann nach Angaben der Forscher das Erdmagnetfeld beeinträchtigen. Die Folge sind Satellitenstörungen, Behinderungen im Flugverkehr sowie der Zusammenbruch der Stromversorgung. Die Lottozahlen: 9, 11, 20, 25, 43, 47. Zusatzzahl 15. Superzahl 8. Die Gewinnzahl im Spiel 77. 5, 6, 9, 5, 9, 6, 8. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 9, 7, 5, 7, 2, 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 30. Oktober. Wolken und tiefer Luftdruck bestimmen das Wetter in Europa. In Südfrankreich und Norditalien sorgt ein Tief für unwetterartige Regenfälle. Uns bringt erst ein Tief über der Nordsee Regenwolken, dann schaufelt ein zweites vom Atlantik her Nachschub heran. Mildere Luft hat es außerdem im Gepäck. Deutschland wird heute Nacht von einem Regenband überquert, das von Südwest nach Nordost wandert. Dahinter klart es kurz mal auf. Von Frankreich ziehen morgen neue Regenwolken heran, die aber nicht so recht vorankommen. Am Nachmittag und Abend lockert es vor allem im Norden und Osten sowie am Alpenrand immer mehr auf. Es weht meist ein schwacher bis mäßiger im Süden teils auffrischender Wind aus südlichen Richtungen. Heute Nacht bleibt es meist frostfrei, am Oberrhein 7, sonst Werte von 5 bis 1 Grad. Morgen Temperaturen zwischen 6 und 10, am Niederrhein bis 11 Grad. Am Freitag im Westen viele Wolken und etwas Regen, nach Osten hin freundlicher. Am Samstag ziehen die Regenwolken nach Osten und von Westen lockert es auf. Am Sonntag gibt es von Frankreich wieder Wolkennachschub.
während sich im Osten gelegentlich die Sonne zeigt. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr. Darin gerettet, das Wunder von Nowoschachtinsk und gefressen, wenn der Himmel Hunger hat. Der Fernsehfilm im Ersten wird Ihnen präsentiert von Staatlich Fachinger. Was